Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es in der Instagram-Abstimmung ja gefragt, beziehungsweise ich habe euch gefragt, ob ihr eine Story hören wollt über meinen Tanz-Background. Und dazu möchte ich euch jetzt heute was erzählen. Ich mache hier so einen kleinen Waldspaziergang, ganz entspannt. Und wir legen auch direkt mal los. Ja, wie bin ich überhaupt zum Tanzen gekommen? Das ist eigentlich eine ganz witzige Story, weil ich niemals tanzen wollte. Aber es gab da so eine Karnevalstruppe, Karnevalstanzauftrittsgruppe bei uns auf der Realschule. Und der Marc, ein guter Freund von mir, der hat damals dort für diesen Auftritt, sollte er mittanzen, weil die Jungs gesucht haben, die Breakdance machen. Was die da aber eigentlich mit Breakdance gemacht haben in der Show, hatte nicht wirklich was mit B-Boying zu tun. Dennoch hat er da mitgemacht und jetzt die Frage, wie kam ich dazu, dass ich da mitgemacht habe? Marc ist aus irgendeinem Grund ausgefallen, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber ich bin dann für ihn eingesprungen. Und zwar, weil in dieser Tanzgruppe damals ein Mädchen drin war, wo ich so ein bisschen verliebt drin war. Aus dem Mädchen ist nie was geworden, aus dem Tanzen schon. Und irgendwie konnte ich dann mit dem Tanzen nicht mehr aufhören. Also ich bin irgendwie einfach dabei geblieben, ich weiß gar nicht genau warum, aber ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Wie konnte ich wissen, dass das Tanzen so etwas Besonderes für mich ist? Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn ihr gar nicht genau wisst, warum ihr eigentlich etwas macht, aber trotzdem nicht damit aufhören könnt, dann kommt das Ganze irgendwie von Herzen. Und ich habe durchs Tanzen irgendwie, mein ganzer Freundeskreis hat sich geprägt, meine Einstellung zum Leben an sich hat es geprägt. Alles ist praktisch vom Tanzen geprägt worden. Ja, und zum Thema Freunde, aus diesem ganzen Tanzen kamen wir dann irgendwann auf die Idee, eine Crew zu gründen. Die erste haben wir Dancer Revolution genannt. Das war ein ziemlicher Flop, damit haben wir nicht wirklich was gerissen, außer ein paar kleine Schulauftritte. Und da waren wir auch eine kleine Gruppe von 7, 8 Leuten, glaube ich. Und aus dieser Gruppe rauskristallisiert haben sich dann aber allerdings nur 3. Und das waren Emin, Marc und ich. Wir sind dann irgendwie dazu gekommen, einen neuen Trainingsplatz zu suchen, weil wir dringend irgendwo einen Raum brauchten, wo wir öfter trainieren können, weil wir sonst in den Pausen versucht haben, in der Schule drin zu bleiben, weil wir immer rausgehen mussten. Und jede mögliche Zeit haben wir genutzt, um zu trainieren. Und das konnte einfach nicht mehr so weitergehen, deswegen haben wir einen Raum gesucht. So sind wir dann zur Krea gekommen, nach Refrath. Und da ging es dann eigentlich erst richtig los. Da haben wir sozusagen eine neue Crew gegründet, Accident Crew. Und diese Gruppe gab es auch in verschiedenen Konstellationen und Generationen sogar. Die erste Konstellation war mit 2 Mädels zusammen und Marc, Emin, ich. Noch ein Junge, Maxi, war mit dabei. Ihn haben wir damals genommen, weil er ein Rückwärtssalto konnte und niemand von uns sonst konnte ein Rückwärtssalto. Ja, die Gruppe hat nicht so sehr lange gehalten, weil ich da auch einen blöden Fehler gemacht habe und mit einer aus der Crew dann zusammengekommen bin. Und wie das dann so ist in so einer Truppe, wenn man dann eine Beziehung mit dabei hat, das Ganze funktioniert dann irgendwann nicht mehr so gut. Dann kam die zweite Konstellation, das war die Gruppe, die am längsten gehalten hat. Da waren dann Emin, Marc, ich, Mustafa, Steve kam mit dazu, Florian und Ender. Mit der Konstellation haben wir auch ziemlich gute Erfolge gehabt. Wir waren in Liverpool, wir haben Showwettbewerbe gewonnen, wir haben Drehs gemacht für Hersteller wie Smart und so weiter. Also wir haben schon ziemlich viel gerissen mit der Gruppe. Leider 2011 war das Ganze dann auch irgendwie wieder vorbei. Es gab blöde Streitigkeiten, ein bisschen auch meine Schuld. Ich wollte unbedingt andere Stile ausprobieren als B-Boying und habe irgendwie versucht, dann die anderen auch mit zu motivieren. Und das war aber nicht deren Passion. Die wollten einfach nur breaken. Und ich war aber der Meinung, wir müssen als Crew irgendwie das Ganze zusammen machen. Und bin deswegen immer mehr so auf Hip-Hop-Workshops gegangen. Dann gab es, das war aber nicht der Grund, warum es Streit gab. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht mehr, warum es eigentlich Streit gab damals. Aber irgendwie haben wir uns dann getrennt und dann war das Ganze leider vorbei. Dann haben wir noch eine Zeit lang versucht, zu viert, Flo, Emin und Steve und ich, haben versucht, noch eine Zeit lang was zu rocken, aber das hat dann auch nicht so lange gehalten. Dann Steve ist auch irgendwann weg vom Breaken immer mehr. Dann haben wir nochmal so ein Reunion-Ding probiert, noch mit Emins Frau und dem Bruder von ihr.
Und das ging aber dann auch nicht so lange. Und wir haben alles versucht, irgendwie am Breaken zu bleiben. Aber letztendlich hat das Ganze irgendwie nicht mehr funktioniert. Dann kam ich irgendwann auf die Idee, Accident Crew Chapter 2 zu gründen. Das hieß dann, meine Schüler damals haben wir einfach versucht, in eine Crew zu bringen und mit denen dann nochmal das Ganze so aufleben zu lassen. Das hat auch super funktioniert. Wir haben Duisburger Tanztage gewonnen, wir waren in Amsterdam auf großen Theaterbühnen, wir waren in Palästina auf dem Festival for Peace. Also wir haben ziemlich, ziemlich viel auch mit denen wieder gemacht. Dieses Jahr gehen wir auch nochmal nach Duisburg, weil wir da in der Kategorie High Level antreten gegen alle Gewinner. Und ja, da sind wir am Punkt heute. Der Punkt heute ist letztendlich, Tanzen ist ziemlich klein geworden bei mir im Leben. Fitness und die ganze Arbeit drumherum ist viel, viel mehr geworden. Und oft vermisse ich auch das Tanzen. Ich sitze oft irgendwie vor alten Videos, schaue mir die alten Videos auf dem Accident Crew Kanal auf YouTube an. Und immer mal wieder wird man so ein bisschen melancholisch, weil es war eigentlich so die geilste Zeit bisher in meinem Leben. Und ich glaube, vielen von uns geht es auch so, wenn ich mit Emin rede oder mit Steve, alle sagen, boah, das war irgendwie die geilste Zeit. Wir haben zwar nichts gemacht, außer trainiert im Endeffekt und zwischendurch mal irgendwie ein bisschen gechillt, Shisha geraucht und so. Das ein oder andere Mal waren wir auch vielleicht mal betrunken, aber wie viele von euch wissen, Alkohol spielt gar keine Rolle so bei mir im Leben. Und einige würden vielleicht sagen, wir haben in der Jugend einiges verpasst. Ich sehe das komplett anders. Ich finde, ich hatte eine krasse Jugend, habe krasse Leute kennengelernt, so die jetzt nicht nur Freunde sind, sondern für mich zur Familie gehören. Und sowas ist viel, viel wertvoller als jede Menge Partys und Saufabende, meiner Meinung nach. Und ja, so viel zur Story von meiner Tanzvorgeschichte. Ich werde versuchen, auf jeden Fall noch mit Emin, Marc und Steve, weil das sind noch die Leute, mit denen ich am meisten Kontakt habe, mit denen mal so das ein oder andere Interview zu machen, damit ihr mal aus einer anderen Perspektive das Ganze kennenlernt. Ich bin da sehr gespannt, was die sagen, ob die das Ganze sehen, wie ich es gesehen habe oder ob die es ganz anders aufgenommen haben. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Tanzding, schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Abo da, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.